Hallo Klaus. Hallo Nepomuk. Wir sind wieder zusammen, um ja, unsere Umgebung, unsere Realität, unsere größere Wirklichkeit aus dem Blick eines menschlichen Biocontainers ja, ein bisschen zu erforschen. Wie die Wissenschaft sagt, es gibt ja zwei Arten, auf die Welt zu blicken. Einmal mit dem Mikroskop und das andere mit dem Geist, mit unserem Bewusstsein. So. Wir sind ja, ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht mehr 10 Jahre dauern wird, bis hier ein Umbruch in der Denkweise, in der Strategie, der wissenschaftlichen Vorgehensweise stattfinden wird, ein sogenannter Paradigmenwechsel, in dem es hier offiziell anerkannt wird, dass eben Bewusstsein, der Geist oder was auch immer das genau ist, die Basis dieses Seins bildet, dass offensichtlich diese Realität hier ein ja, Konstrukt eines, ja, sagen wir mal, einer geistigen Software ist, eine virtuelle Realität, in der wir hier unser Leben begreifen und erfahren können, auf unterschiedlichen Sinnen. Und einer von diesen Zeugen, dass es so ist, bist ja du, Klaus, als, ja, ein menschliches Wesen, das sich an seine früheren Existenzen zurückerinnern kann, mit denen sogar in Verbindung gehen kann, seine Aufmerksamkeit, seine Awareness, sag ich mal, auf dieses Thema richten kann, mit einer Besonderheit, die wir so noch nicht gehabt haben. Also, jeder geht ja davon aus, wenn man frühere Inkarnation hatte, dass man ja irgendwo wahrscheinlich auch ein Mensch war, vielleicht nur in einem anderen Jahrhundert oder in einem anderen Abschnitt. Du sagst, nee, ich war weder ein menschliches Wesen vorher, noch war ich ein klassisches humanoides Wesen, sondern ich war ein Kristallplanet. So, das ist mal das eine. Das zweite ist das, dass du sagst, okay, auch klassisch nicht für jeden Menschen nachvollziehbar. Du sagst, ich kann mich an diese früheren Existenzen so erinnern. Für mich ist das völlig normal. Und in deinem Heranwachsen hast du festgestellt, dass es offensichtlich für die Menschen, die dich umgeben, nicht normal ist, dass du hier andere Sinne hast. Also in der Fachsprache würde man sagen, du hast schon ein bisschen so eine Art Synästhesie, das heißt neue Sinne, die ein normaler Mensch nicht hat. Eben Gartinski, der eben Töne hat sehen können, hat eben gepfiffen und hat gesagt, okay, das ist eine schöne Farbe, die male ich jetzt. Oder es gibt Menschen, die sehen mathematische Formeln auch in 3D-Modellen. Also es gibt, glaube ich, über 70 verschiedene Synästhie-Arten. Und diese Synästhetiker werden auch offensichtlich immer mehr. Auch diese ganze Chavez oder Asperger-Syndrome, die auch hier offensichtlich andere Verknüpfungen haben in diesem Biocontainer in unserem Gehirn. Heute wollen wir ein bisschen über deine Wahrnehmung sprechen, als ersten Punkt. Und kannst du uns mal beschreiben, wie du diese Welt hier wahrnimmst? Und dann können wir mal abchecken, wie das deckungsgleich ist mit meinem Wirkungsfeld. Ja, hallo. Also es war, ist, was du gerade auch schon angesprochen hattest, dass man zum Beispiel Künstler auch Klänge als selbst als Farben wahrgenommen haben. Das ist bei mir auch so, dass ich dann, wenn ich Musik höre und die Augen schließe, dann sehe ich diese Farbfrequenzen von der Musik, beziehungsweise sogar die Frequenzen des Erschaffers dieser Musik. Dass ich dann zum Beispiel dann die Augen zumache und diese Farbgebung sehe und was teilweise sogar dann im Nachhinein sehr ähnlich auch mit den Musikcovers, die gestaltet worden sind von einem Designer, dann die Farben dort auch auftauchen und da, wo ich dann merke, der Gestalter, der hat das auch so wahrgenommen und hat diese Farbe so interpretiert von dem Künstler. Und das ist sehr spannend. Also das ist, ich dachte auch, dass das jeder so wahrnimmt, wenn er die Augen zumacht und Musik hört und in sich geht und bei sich ist, dass er diese Farbspektren auch sieht. Und das sind manchmal so wie Wellen. Das kann sein, dass es so wie manchmal so im Universum diese Nebel, die Gasnebel und so weiter aufgebaut sind. Und das natürlich alles in Bewegung. Und dann mit der Schwingung der Musik. Und das sind fantastische Bilder, die dort auch auftauchen. Dann es macht mal Spaß, dazu zu sehen. Und vor allem die Frequenz von denjenigen auch zu sehen. Die seine Urfrequenz, ja. Das ist spannend. Ja, wir können jetzt in die Bilder vom Bildschirm schonen, auch hier
Ja. Die Farben changieren über diesen Bildschirm bewegen, da kennen wir das. Aber die Kodierung der Emotionen des Künstlers noch in der Musik auch wahrzunehmen, ist für einen Normalsterblichen, sage ich mal, hier in unserem Bio-Container, der noch nicht so aufgerüstet ist oder sich nicht, sage ich mal, Frequenzenfreischaltungen in seiner DNA hat, offensichtlich wie du, nicht so wahrnehmbar. Dann sagst du, dann ist es ja auch so, dass wenn man eben die Berichte der außerkörperlichen Menschen nimmt, die hier an Astralreisen sind oder Menschen, die Nahtoderfahrungen haben, die berichten ja hier noch eins obendrauf, die sagen, erstens mal ist die außerhalb im Körper wesentlich die Realität viel schärfer, also statt sagen wir, normaler Full-HD-Auflösung, wenn man sagt, man diese Welt macht, die sagen, ja, das ist dann was 800K, also extrem scharf. Es gibt viel mehr Farben, die gar nicht hier beschreibbar sind. Ich glaube, wir nehmen 16 Millionen Farben wahr und die sagen, hier gibt, da gibt es Farben, die gibt es hier gar nicht. Und das Gleiche ist auch mit diesen Klängen oder Tönen, die es hier gar nicht gibt. Hast du doch mal festgestellt, ob es hier einen Unterschied gibt zu dir? Ja, also die Wahrnehmung, so wie ich das hier sehe auf der Erde, also dieses, die physische mit dem Augen wahrnehmen, das ist eine Sache. Und andererseits sehe ich ja auch mit meinem ganzen Körper zusammen. Und oftmals ist es so, dass ich das natürlich auch zusammen verbinde, dass man das physisch-optische, das Licht, was reinkommt, was ich sehe, mit dem verbinde, was ich auch energetisch wahrnehme. Weil im Universum ist es schon, so wie du sagtest, schon gestochen schärfer, die ganze Wahrnehmung, oftmals sehr viel klarer. Und manchmal kann man das vergleichen, wie wenn man so einen 3D-Film mit einer 3D-Brille guckt, dass das noch räumlicher wirkt teilweise. Obwohl wir ja schon sehr in einer 3D-Dimension sind, so gibt es quasi fast noch mehr Raum, obwohl man nur in seinem geistigen Bild ist in dem Moment oder beziehungsweise in seinem eigenen Universum das wahrnimmt. Und das ist echt spannend. Und die Farben ist auch ein Unterschied. Sie haben eine viel höhere Brillanz. Da sind zum Beispiel dieses Farbspektrum, was wir hier auf der Erde sehen, ist meistens ja begrenzt, weil sich das dann irgendwo mit anderen Farben vermischt, sodass man dann einen Rotton, der dann immer so einen Blauanteil oder immer so einen Orangeanteil drin hat. Und in meinem Fall, wenn ich diese Frequenzfarbe Rot bei mir sehe, ist es so, dass das reine, der absolut reine, klare Rotton ist, der in seiner Brillanz hier gar nicht darzustellen ist auf der Erde. Und so ist es auch mit Mischfarben, wie zum Beispiel, wenn man einen Grünton sieht im Universum, ist es auch so, dass bei uns setzt er sich aus Blau und Gelb zusammen und da mischt sich der Grünton. Und man hat aber immer den Eindruck, dass man so ein bisschen ins Gelbe oder ins Blaue die Frequenz damit auch sehen kann. Aber da quasi im Universum ist es so, dass dieser Grünton fast wie so eine eigene Grundfarbe wieder ist, der so eine eigene Frequenz ausstrahlt und in seiner Reinheit da ist. Und das ist ganz irre, das zu sehen und wahrzunehmen. Und darüber gibt es natürlich auch noch andere Farben, die wir allerdings hier ja auch nicht beschreiben können, wenn sie so nicht existieren. Das ist ganz schwierig, obwohl sehr viel natürlich sich auch aus diesem deckt mit den Farben im Prinzip, wie sie hier auch sind. Also es ist schon so eine hohe Konstante. Naja, das Interessante, wenn man das wissenschaftlich betrachtet, ist ja ein bestimmter Frequenzbereich von der Schwingung, elektromagnetische Schwingung, ich glaube 480 Nanometer bis 780 Nanometer, dieser Bereich, den interpretiert unser Biocontainer als sichtbares Licht, der Rest ist also Infrarot, Ultraschall, keine Ahnung, oder Töne, die werden eben nicht mehr als Farben wahrgenommen, also haben auch wieder bei der Wirklichkeit, also Realität gibt es diese Farben, je nachdem, was der Biocontainer für eine sensorische Ausstattung oder welche Interpretation aus der elektromagnetischen Wechselwirkung hier wahrnimmt, aber in Wirklichkeit gibt es überhaupt keine Farben. Ja, das ist ja auch wieder interessant. Genau. Farben ist nicht irgendwas, was sagt, was unabhängig von uns existiert, sondern dann haben ja auch hier auf der Erde verschiedene Lebewesen, eine Biene und wie auch immer, da gibt es auch interessante Untersuchungen, um festzustellen, wir nehmen den Tiere, andere Tiere, was haben die für ein Farbspektrum, das wesentlich teilweise verschobener ist, als wir unser Farbspektrum mehr sehen oder weniger sehen, etc. Auf das wollen wir jetzt aber auch gar nicht mehr näher eingehen. Was mir immer wieder über den Weg läuft, und Leute fragen mich, ja, hast du denn noch nicht mit dem Thema Innererde beschäftigt?
Und da schreibt es mir immer ein bisschen die Nackenhaare auf, weil ich bringe es immer gleich ein bisschen mit dieser flachen Erde, und die flache Erde ist für mich, okay, das lassen wir mal ganz gleich mal beiseite, aber in der Erde. Aber es interessiert mich in letzter Zeit immer mehr, denn ich hatte sehr viele Gespräche mit diesen, ja, IT-Kontaktlern, die sagen, okay, oder auch mit Sternenkindern, die ja in verschiedenen, ja, Dimensionen hier abgeholt werden und hier auf diesen Schiffen oder auf Planeten oder würde geschult werden, aber auch Planeten wie Saturn oder Venus bei uns in unserem Sonnensystem. Und da würde natürlich ein Astrophysiker sagen, ja, um Gottes Willen, jetzt reden die da nur noch esoterischen super Humbug. Wir wissen doch, dass die Venus viel zu heiß ist und natürlich Saturn auch, keine Ahnung, also nicht lebensfähig ist, geschweige denn, also vielleicht bakterienmäßig, wie auch immer, das weiß man auch nicht, aber zumindest nicht für humanoide Wesen. Aber hier ist natürlich, da sieht man auch wieder, dass unser, ja, Denkmuster einfach zu eingeengt ist. Und wenn man eben sagt, okay, wir nehmen aus diesem, ja, sagen wir mal, aus dieser virtuellen Realität einen bestimmten Bereich wahr, in dem wir als Realität gestalten, dann kann ich natürlich in einem anderen Frequenzbereich, in einem anderen, ja, Spektrum tatsächlich auch hier auch wieder leben haben. Und ich glaube, so muss man das sehen, dass es ja nicht auf dieser Ebene hier abläuft, in diesem Frequenzbereich, sondern in einer anderen. Nehmen wir es mal jetzt Dimension, nehmen wir es Ebene, nehmen wir den Frequenzbereich. Ich weiß nicht, was da der richtige Begriff dafür ist. Die scheint zu geben. Und da gibt es auch diesen berühmten Fall von diesem Billy Meyer, der in den 70er Jahren eben diese, ja, Pleiaderschiffe oder Schiffe von der Venus hier gefilmt und fotografiert hat. Ich denke auch nicht, dass es Fälschungen sind, zumindest der größte Teil davon nicht. Und da hat man auch gesagt, ja, ich kann nicht von der Venus, das muss ja von Haus aus ein Blödsinn sein, das geht ja gar nicht, etc. Aber wie gesagt, wir denken hier zu kurz. Wie siehst du das Ganze? Also ja, dieses Phänomen, das kam auch in letzter Zeit wieder ein bisschen auf, so dass man spekuliert hat, dass die Erde eine Scheibe ist. Aber wenn ja jeder für sich auch mal reinfühlt und dass sich sowas anschaut, und dann merkt er eigentlich, dass irgendwas stimmt daran nicht. Irgendwie passt das mit seiner Frequenz nicht ein, gerade wenn sich auch jemand an seinen eigenen Planet erinnert, der vielleicht auch eine Scheibe sein könnte. Aber bei uns im Fall der Erde ist es ja so, dass dieses Gefühl ja schon da ist in jedem, dass es wirklich eine Kugelerscheinung ist. Und das deckt sich. Also klar, es ist natürlich auch die Wahrnehmung der Mehrheit und wie es auch das Realitätsbild ja gestaltet. Aber auch in meinem Fall sehe ich die Erde als Kugel. Wobei ich auch für mich sage, dass wir im Inneren der Erde wohnen oder leben. Also das kann man sagen, dass man im Inneren des Erdschöpfers oder der Schöpfer, der die Erde mit in sich gestaltet hat, leben wir ja im Inneren quasi der Erdblase, also dieser physische Kosmos des Erdschöpfers beinhaltet ja in seinem Herzen die Sonne, und darauf bauen sich dann auch die Planeten ringsherum auf. Und man kann das dann fast wie so eine Blase sehen, in der wir leben, innerhalb des Erdschöpfers. Und das ist eine ganz tolle neue Vorstellung. Also manche Sonden haben es ja jetzt sogar bis am Rand dieser Membran ja geschafft und konnten die aus ganz weiter Distanz sehen. Und da sieht man, dass die Wissenschaft auch immer mehr da drin entdeckt, wie dieser Schöpfer wie der Schöpfer seine Materie hier aufgebaut hat und die in unserer Galaxie platziert als Spielfeld. Und darüber hinaus ist es auch so, dass der Erdschöpfer vorgegeben hat, quasi was wir von der Galaxie sehen können und wie viele Sterne wir am Himmel sehen. Und da schaltet sich gerade auch immer mehr frei, dass wir immer mehr sehen können, was es da draußen noch so alles gibt. Und da werden durchaus natürlich immer mehr UFOs auch zu sehen sein. Ja, dieses Thema Erde oder Mutter Gaia, das kommt ja schon aus diesem, ja, altgriechischen oder aus der griechischen Mythologie, ne? Da gibt es aber auch einen Forscher, glaube ich, in den 60er, 70er Jahren, jetzt erfällt mir den Namen hinein, der gesagt hat, okay, die Erde ist ein komplexer Organismus und wir sind ja ein Teil von diesem Organismus, so wie Bakterien, unsere Darm oder wie auch immer unsere Flora, Fauna, da gibt es ja sogar in den Augen, in den Wimpern und überall haben wir irgendwelche, ja, Symbiosen von anderen Lebewesen, die irgendwie Aufgaben erledigen, die wir so gar nicht sehen, wenn wir kein Mikroskop benutzen. Aber dieses ganze Zusammenspiel von 20 Billionen Zellen, die eigentlich alles selbstständige, ja, Entitäten sind, aber irgendein Geist, ne, der dieses ganze Spiel hier in einem Spiel, sagen wir, zusammenfasst und dirigiert. Und so scheint mir auch hier
auf dieser Erde so ähnlich oder dieser virtuellen Realität hier auch ein komplexes Spiel und diese ganzen ja, Metaphern oder diese ganze, wie sagt man da, Modelle, die wir hier als Beschreibung nutzen. Da ist die Wissenschaft ein Modell in dieser Realitätsbeschreibung. Und dann gibt es natürlich die Mythologie, dann gibt es natürlich die Sagen und Legenden, die gehen auch ein bisschen da rein mit diesen verschiedenen anderen Ebenen, mit Elfen und Geistern und Geistern, sage ich mal, und Naturwesenheiten. Dann gibt es diese ganzen anderen Ebenen, anderen Dimensionen, mit anderen Sinnen wahrnehmen, etc., diese Astralwelten, dann haben wir diese Informationsdatenbank der Akasha-Chronik, wo diese ganzen Daten abgefasst werden. Also ich denke, hier als Mensch einen kompletten Überblick über das Gesamtsystem zu bekommen, glaube ich, ist so völlig unmöglich, sondern du kriegst immer nur Teileinblicke. Und je nachdem, wie ich diesen Teil betrachte, hängt natürlich wieder die Perspektive davon ab. Genau. Was richtig oder was falsch ist. Ne? Wenn ich, und es ist wahrscheinlich wie auch, wenn ich meinen Körper, sage ich mal, oder wenn ich an diese Maßeinheit unseres menschlichen Körpers nehme, dann schaut die Welt halt so aus. Und wenn ich das aus einer anderen Perspektive nehme, schaut das wieder ganz anders aus und hat ganz andere Relevanz. Ne? Das gibt es ja nicht auch. Das ist auch immer die Perspektive der eigenen Wahrheit, die man auch mit hierher bringt oder beziehungsweise auch hier installiert. Und man kann natürlich mit einer eigenen Wahrheit auch ein neues Weltbild erschaffen, auch wenn zwar in seinem Kosmos, aber man hat dann eben eine andere Wahrnehmung davon oder und installiert das auch mit, dass es für andere hier sichtbar wird. Aber im Grunde genommen, was ich zum Beispiel auslese, sind dann hauptsächlich so, oder was ich so mitteile, sind Sachen, die in den Feldern schon hier bestätigt worden sind und so, wie sich dieses Konstrukt hier aufgebaut hat. Und das sind so Informationen, die ich dann gerne weitergebe. Und natürlich installiert jeder von uns auch immer mehr neue Sachen hier, die dann als Wahrheit bestätigt werden. Und jetzt auch nochmal, was du vorhin sagtest, mit der Innererde zum Beispiel, ist ja auch so, dass das auch jetzt immer mehr wahrgenommen wird, dass es auch verschiedene Schichten in der Erde gibt und verschiedene Ebenen. Also die einmal die Ebene natürlich, die wir jetzt auch so sehen können, natürlich die Lava, die wir auch messen und begutachten können. Aber auch in der Lava sind zum Beispiel auch Naturwesen drin, die in diesem Milieu sich aufhalten und das in ihrer Existenz sind. Die kann man natürlich keine, sind natürlich keine Zellen in dem Moment. Das sind dann Wesen, die auf einer anderen Ebene sind, an anderem Stoff quasi, aus einem anderen Stoff sind. Und genauso gibt es dann auch eben ja, Höhlensysteme, wo andere Wesen, die zum Teil auch auf der Oberfläche der Erde sind, aber auch dann wieder ins innere Teil der Erde zurückgehen und sich dort auch ihre eigenen Städte und ja quasi Autos und so weiter alles dort rumfahren und machen und ihre eigene ja, Zivilisation aufgebaut haben. Also da gibt es viel, was man dort abfragen kann, auch beobachten kann. Vielleicht manch einer begegnet ja auch so einem Wesen und das kann man durchaus dann mal fragen, wie es da so ist. Mehr Informationen. Klaus, das ist glaube ich aber auch das Problem, dass natürlich einen offenen Geist dafür brauchst und da gibt es wahrscheinlich auch mehrere Möglichkeiten. Der eine sagt, okay, ich habe so ein Naturwesen begegnet, jetzt gehe ich zu meinem Arzt und sage, okay, ich glaube, ich brauche jetzt eine Pille, weil meine Neuronen und Botenstoffe im Gehirn offensichtlich nicht mehr richtig arbeiten, weil ich eine andere Wahrnehmung habe als der Rest der Bevölkerung. Wieder andere sagen, okay, du hast halt eben als, wenn man es jetzt mal als Synästhesie bezeichnen würde, einfach mehr Informationen aus diesem Datenstrom, der diese Realitätsgestaltung hier über deinen Avatar generiert und hast halt mehr zusätzliche Daten bekommen und du siehst halt was ein anderer ja diesen Datenstrom nicht bekommt, nicht sieht. Auch diese Perspektive ist mit Sicherheit richtig. Oder er hat sich eben auch, wenn man jetzt über diesen tibetischen Ansatz nimmt, über diese Tulkus und Tulpas, du hast ja eben selber ein geistiges Wesen eben erschaffen, das vielleicht nur du siehst, aber wenn du Glück hast oder Pech hast, dich verselbstständigt und dann jemand anders auch dieses Wesen, wenn es wie auch immer, Engel etc., keine Ahnung, Gnome nutzen kann. Auch diese Dinge gibt es, die sind auch, aber natürlich sind das Phänomene, die in der Wissenschaft, sage ich mal, nur in den Randgebieten auftauchen und eingeordnet werden, weil ja das Problem der Wiederholbarkeit der beliebigen und auf der ganzen Welt jeder dieses Experiment machen kann, so halt nicht funktioniert. So wie jeder Mensch halt einzigartig ist in seiner ja, DNA-Struktur, ist natürlich auch seine Realitätsgestaltung einzigartig. Natürlich ist diese Schnittmenge mal größer, mal kleiner. Und ich glaube, über diese Schnittmenge sprechen wir gerade. Geht es denn, Klaus, wenn man das jetzt einmal bezeichnet, dann sagt man, haben wir dieses Kollektive,
die an dieser Realitätsgestaltung natürlich hier beteiligt ist. Wir sind uns einig darüber, dass jetzt einmal der Ivan wahrscheinlich, wenn jetzt jemand farbenblind ist oder überhaupt nicht Farben sieht, dann sagt der Ivan, das sieht ein Blau und du hast einen Kopf und zwei Arme und du sitzt auf dem Stuhl. Das ist die Schnittmenge, die jeder sagen kann und dann kann man natürlich die Details hier interpretieren. Aber geht es denn vielleicht in die Zukunft der Menschheit dahin, dass man sagt, okay, diese Individualisierung der Realität nimmt zu? Und man lässt es auch zu und behrt nicht die Menschen, die hier, sage ich mal, eine individuellere Gestaltung haben, eben die mit nicht sichtbaren Wesenheiten sprechen, die mit anderen, Existenzebenen in Kontakt sind, sage ich mal, wieder mit anderen virtuellen Welten hier einen Datenstromzugang haben und hier zu kommunizieren, nimmt das zu? Wenn man das zulässt, ist die Dunkelziffer hier so hoch, da können wir natürlich hier nur spekulieren, aber wenn ich meine Zuschriften alles so sehe und was die Leute hier alles mir berichten, ist aber interessant, dass ja viele ähnliche Sachen berichten, die sie gar nicht mehr kennen und wissen, was hier eigentlich in diesen Forschungen schon alles vorliegt. Das zeigt ganz darauf hin, dass man diese Individualität, die man haben will, jeder möchte ja individuell sein, vielleicht auch in diesem Bereich in Zukunft zunehmen wird. Was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Also es wird auf jeden Fall immer mehr, dadurch, dass Leute mehr darüber reden und natürlich auch immer mehr Leute andere Dinge sehen, ist auch so, dass sie dann, wenn sie darüber reden, beziehungsweise jemand anders vielleicht animieren dazu, das vielleicht auch mal in eine Möglichkeit, diese Betrachtungsmöglichkeit zu sehen und vielleicht einen ganz kurzen Einblick dort kriegen, ist es auch so, dass es dann von der zweiten Person ja dann bestätigt werden kann, beziehungsweise sobald was du selber siehst oder was du wahrnimmst und vielleicht noch nicht installiert ist, aber jemand anders das in einem kurzen Moment, in einer Sequenz bestätigen kann, ja, okay, ich sehe das auch, was du siehst, somit ist es bestätigt und somit wird es zur allgemeinen Realität und Wahrheit. Kommt jetzt jemand anders noch dazu, ein Dritter, Vierter, Fünfter und sagt das auch, oh, das ist interessant, was du da hast, das sehe ich auch, dann wird das immer fester und somit wird das auch Bestandteil unserer Geschichte. Und ja, das, was hier installiert wird, und wenn das von außen bestätigt wird, dann ist es Realität und dann hat es sich manifestiert, wie man so schön sagt. Ja, das läuft ja auch in verschiedenen Entwicklungsstufen ab, nehmen wir es jetzt mal Evolutionsstufen. Das heißt, einmal wird dieser Avatar, dieser Biocontainer genetisch verändert, ob das jetzt künstlich ist oder eben diese natürliche Evolution über Mutation, Selektion, Gentrift etc. Auch diese Varianten, ich denke, dass hier noch mehr Varianten eine Rolle spielen, von denen wir noch gar nichts wissen. Das heißt, je mehr, dass ich natürlich meinen Avatar hier auflöste, desto mehr Möglichkeiten, mehr Sinne, desto mehr kreativen Spielraum habe ich zur Verfügung, um mich zu verwirklichen und irgendetwas zu begreifen, zu tun. Es geht ja um Kreativität, es geht ja um dieses Lebendige, lebendiger werden zu lassen, wenn man mit dem Spruch von Hans-Peter Dürr mal hier einen Ansatz sucht. Oder um auch die Variationsbreite zu erhöhen. Wenn ich natürlich hier eine wesentlich größere Sensitivität mitbringe für eine Situation, für einen Ablauf. Wenn ich hier schneller was Neues spüre, was gut oder was negativ ist, in Anführungsstrichen ist sowieso schon wieder eigene Sendung, was ist positiv, was ist negativ, da kommt es ja auch wieder auf die Perspektive drauf an. Für die Skizze, die vom Löwen fressen wird, ist es mit Sicherheit negativ, aber für die Population der Löwen ist es, dass die was zum Fressen haben, natürlich wieder positiv, weil sonst gibt es die Löwen nicht mehr. Also das kommt ja auch oft einmal auf die Ansatzweise und fällt mir auch gerade wieder was ein, und zwar der Franz de Waal, einer der größten Primatenforscher unserer Zeit, der wurde ja auch extrem angegriffen, weil er ihm gesagt hat, auch diese ganzen Moral, die wir als Menschen uns immer gern postulieren, sagen, nur der Mensch wäre moralisch. Dann sagt der Franz de Waal, sagt, wenn ich meine Forschungsergebnisse bei Primaten ansehe, dann stimmt das nicht. Die haben genauso die moralischen Ansätze, wie wir haben, und wir haben das Gleiche. Also beide machen Gleiches, positiv und negativ. Das wollten wir immer nur uns den Menschen zuschreiben, und die Kirchen wollten sagen, okay, und wir haben die Ethik in die Welt gebracht, und haben dann festgestellt, nee, das ist nicht so, die Ethik, die haben da auch schon die Säugetiere etc. Aber das wäre auch wieder eine eigene Sendung darüber. Jetzt nochmal zurück zu diesen, du bist ja ein Ex-IT, wenn ich es einmal so sagen darf, wobei das Wort IT allein schon in unserer Popkultur sehr negativ besetzt ist, sondern du sagst, okay, ich war halt früher keine menschliche Entität, sondern eine
andere Entität. An welche Leben kannst du dich noch erinnern? Gibt es da auch andere Moralvorstellungen wie bei uns? Oder gibt es nur eine übergeordnete Moral, wenn man, sagen wir mal, kein Mensch wäre, an ein ET oder ein Kristallplanet, hat der auch eine Moral? Also im Prinzip könnte man sagen, dass wir Schöpferwesen, die hier sind, die sind alle außerirdische Lebensformen, weil wir kommen ja alle von woanders her. Und sogar auch der Erdschöpfer, die Erde ist ja ein Alien. Und wir kommen eben her und haben uns auf diesen Spielplanet quasi gefunden, und beziehungsweise, dass wir miteinander uns austauschen können. Aber es gibt durchaus natürlich auch andere Ebenen und andere Planeten, wo auch ähnliche Spiele, meistens natürlich reduzierter als hier, also das immer wo es nur Pflanzen gibt oder wo es vielleicht keine Meere gibt und so weiter, also was so eine reduziertere Spielform sind und oder wo auch anderes Bewusstsein ist, wo andere Spiele von Bewusstsein ist, wo Emotionen vielleicht noch stärker oder weniger stark ausgebildet sind und so weiter. Also und den Sachen, wo ich mich daran erinnern kann, das sind also meine Projekte, die ich ja mit ins Leben gerufen habe, auch für andere Planeten, wo man geschaut hat, was für ein Bewusstsein könnte man dafür erstellen oder wie könnte man das Bewusstsein erstmal testen, in so einer Testphase erstmal bringen, um zu schauen, was kann man auf diesem Planeten damit machen oder was für kreative Möglichkeiten gibt es dort noch. Und dann zu schauen, wie könnten die Lebensformen aussehen. Und das ist immer mit einer Absprache mit mehreren, speziell auch mit den Schöpfern, die dort was installieren wollten. Und da kann ich mich mal dran erinnern, dass man sich dort auch auf Ebenen getroffen hat, um das zu diskutieren und auszutauschen und dass jeder seine Kreativität mit einbringt oder vielleicht jeder von seiner Pflanzenwelt oder dort was mit einbringt, wenn es jetzt darum geht. Das können ja ganz surreale Sachen, es können auch Ebenen sein, wo überhaupt kein Boden und kein Himmel, keine Dreidimensionalität gibt, sondern dass man sich jeweils in einem Raum in seiner Blase befindet und dort auf einer Kommunikationsebene ist, wo man sich über Felder wiederum austauschen kann. Das ist dann so, optisch wirkt das manchmal so, wie als wenn man in so einer Seifenblase auch von diesen Farbspektren sind und so, das ist total surreal. Kann man allerdings auch schwer natürlich mit Worten hier rüberbringen, weil es natürlich auch diese Erfahrung hier noch gar nicht installiert ist. Aber wenn jeder in seine Erinnerung geht, was er vielleicht früher gemacht hat, kann man durchaus auch so Bilder abfragen davon, wie das mal ausgesehen hat. Und das ist riesen spannend. Ja, das klingt mit Sicherheit spannend. Die Ansätze sind da. Ich fasse einmal kurz zusammen. Wenn man die Entwicklung unserer Wissenschaft die letzten 50, 60 Jahre nimmt, dann haben wir auf der einen Seite eben die Psychologie, die eben jetzt den Gipfel, sage ich jetzt mal, erreicht mit der neuen Psychologie, die nennen wir jetzt einmal transpersonale Psychologie, eben von Stanislav Grof oder holotropes Atmen oder eben diese Tiefenpsychologie, da gibt es aber auch die Seelenreisen von Michael Newton. Also wir haben hier auch diese ganzen schamanistischen Reisen, die hier wieder entdeckt werden oder über psychedelische Drogen, über Ayahuasca etc., um hier das Bewusstsein oder die Beschränkungen, die wir in diesem Biocontainer haben, aufzuheben und um einen größeren Datenstrom von diesem Sein zu bekommen und zu sehen, wie läuft es denn in den anderen Spielen ab, wie schaut denn die Hintergrundprogrammierung von diesem virtuellen Feld aus, was läuft denn hier noch, was ich als menschlicher Biocontainer so nicht mitbekomme. Das ist natürlich etwas, was ja erste Forscher schon begonnen haben, darüber zu sprechen, darüber zu forschen, also nicht nur wenige, nur in Deutschland sind die meisten hier kaum bekannt und auch wirklich auch Professoren, die ich kenne einen, der über 20 Jahre eben dieses Ayahuasca-Zeremonien hier gemacht hat und hier alle diese Reisen dokumentiert hat und gezeigt hat, bis hin zur Vision, wo geht denn das Spiel überhaupt zum Fluss hin, eben in diese Liebe, in diesen Austausch, in diesen, was ist überhaupt Bewusstsein, was ist diese Basis, dieses Lebendigen, ja. Das hast du gerade angesprochen, und es ja so eine kreative Variationsbreite hat. Ich erinnere ja gerade an dieses Interview, das ich vor kurzem mit dem Jürgen Ziebe hatte, der sagt, ich habe ja außerkörperlich eine Ebene besucht. Da waren zwei, die auch diese Ebene hier so ein bisschen art programmiert haben, zwar auf eine Art Laptop, hat er gesagt. Ja, und dieses Dorf, wo die kreiert haben, waren lauter 3D-Strich-Menschen, die rumgelaufen sind. Auch das ist möglich. Also ich denke, der Fantasie scheint keine Grenzen mehr. Ich glaube, unsere Fantasie reicht hier gar nicht aus. Zu sehen, und ich erinnere auch noch mal an das Buch oder an die Erlebnisse von der Anke Eberts, 9 Tage Unendlichkeit, die auch von einem, ja, so jetzt mal so ein Guide mitgenommen wurde, und zu zeigen, was es an Vielfalt in diesem Spiel überhaupt alles gibt. Planeten mit Strichmännchen, diese ganzen Star Wars-Geschichten, diese ganzen
dieses Leben probiert sich in allen Facetten, Formen, Größen, Perspektiven, Dimensionen, ob dieses 3D oder 5D, keine Ahnung. Also da haben wir natürlich noch das meiste Forschungsgebiet nicht hinter uns, sondern eigentlich vor uns. Und dieser Quantensprung, das wird natürlich auch faszinierend für die nächsten Kindergenerationen, die ja sagen, okay, wo wollen wir uns denn hinentwickeln? Was wollen wir denn tun? Wollen wir denn diese kosmische Gemeinschaft hier auf dazugehören? Wollen wir ja auch mit anderen Intelligenzen die austauschen? Wir wollen ja auch geistig wachsen, um das geht es ja hier nicht. Und es gibt auch dir wieder das Wort, bevor ich hier einen Monolog halte. Genau, es ist auch so, dass das die Fantasie auch gar nicht so zu unterschätzen ist, beziehungsweise man sollte, um auch überhaupt einen Link in diese Tiefe in sich zu finden, ist die Fantasie oft ein Link dazu, weil wir konnten meistens ja auch gar nichts neu erfinden, sondern diese Fantasie ist ja eine hohe Erinnerung an unsere Sachen, die wir schon mal gemacht haben, oder ist ja auch oft ein Auslesen von Feldern. Und deswegen sollte man der Fantasie, um da mal reinzukommen, der auch vielleicht mehr Beachtung schenken und mal schauen, was ist davon wirklich wahr oder fühlt sich das für mich wahr an, um da so ein eigenes inneres Gespür zu kriegen. Das ist die Fantasie ein guter Link, weil sie ja oftmals altes Wissen einen ranträgt. Ja, da haben wir wieder bei einem Punkt zwischen Wahrheit und Falschheit oder nicht wahr und ein bisschen wahr und teilweise wahr. Ja, diese Variationsbreite dessen, was wir hier haben, wahr oder falsch, auch dieses Thema, glaube ich, wird aufgebrochen. Denn es gibt tatsächlich auch diese Graustufen und diese Übergänge oder eben auch die Perspektive drauf an, aus welcher Perspektive, dass ich etwas betrachte. Für den einen ist es falsch, für den anderen ist es wahr. Und die Schnittmengen, ja, die werden wahrscheinlich variabler. Und wenn die Schnittmengen eben variabler werden, dann brauchst du natürlich auch einen ganz anderen sozialen Umgang. Vielleicht liegt es ja auch darin, hier zu lernen, wenn man zum Beispiel betrachtet, was sie in der virtuellen Realitätsszene gerade tut. Also die Wissenschaft ist jetzt, auch die Neurologie ist jetzt mit eingestiegen, um festzustellen, diese 3D-Welten, die jetzt mit neuen Sensoren ausgestattet wird, in 10 Jahren kannst du in eine 3D-Welt eintauchen, die noch, ja, wir haben ja wieder bei 4-8K, die noch wesentlich höhere Auflösung hat als unsere normale Realität. Du kannst hier deinen Körper oder du schaffst dir einen anderen Körper, da sagst du, okay, ich bin mit diesem Körper nicht zufrieden, aber in meinem virtuellen Welt habe ich, da bin ich der Superman oder der Fee oder eine Frau, was auch immer, und kann es hier das ausleben, und kann ich die Proportionen verändern. Und das war auch das Interessante, dass diese sozialen Dialoge oder Kontakte, die man auch in einer VR-Realität hat, Auswirkungen auf dieses, wenn man es jetzt mal diese reale Leben wieder hier nimmt, nehmen wir als ein Beispiel, wenn du einen größeren Körper hast und trinkst du in dieser VR-Realität irgendeinen Gegenstand etc., dann ist es so, dass dir das passiert, dass du in der normalen Welt hier zeitlang brauchst, bis du wieder akklimatisiert hast. Genau. Weil sonst schützt du das Glas Wasser eben dann auf den Kopf, bis der Körper wieder weit auf. Mein Arm ist gar nicht mehr so lang, oder ich habe jetzt wieder 2 Arme und nicht mehr 3 Arme. Auch die soziale Kompetenz, das Austausch in der Gruppe, nochmal, noch zusätzlich was dazukommt. Und da muss man auch dann sagen, okay, wo geht dann die Gesetzgebung hin? Hat denn ein virtueller Avatar, den ich weiß, der ist eigentlich gar nicht virtuell, kann ich den Gefühle zuschreiben? Hat ja Rechte und so weiter. Weil auch man hat festgestellt, dass wenn ich diesen Avatar da drin zum Beispiel jemand einen auf den Kopf haue, dann fühle ich mich außerhalb dieses Spiels auch schlecht, weil ich logisch nicht mehr unterscheiden kann zwischen Spiel und Nichtspiel. Auch diese Dinge sind noch gar nicht erforscht. Was da alles auf uns zukommt, wird spannend. Das heißt, wir sind hier inkarniert in einem 3-virtuellen Spiel, um Dinge zu begreifen, zu erlernen, unsere Erfahrungen auszutauschen. Und dann macht man im Spiel nochmal ein Spiel, um diesen nochmal in einer anderen Variationsbreite zu erleben. Ja, das wird natürlich schon spannend, oder? Wie siehst du die? Ja, das ist auf jeden Fall. Also daran sieht man ja auch, wie relativ auch die Wahrheiten sind und wie man auch dann eine andere Wahrheit schnell adaptieren kann und das wahrnehmen. Aber wie du auch sagtest, dass man dann Mitgefühl für eine virtuelle Realität entwickelt. Aber da geht es ja schon so, dass diese virtuelle Realität ja auch ein Bewusstsein kriegt, was man denen zuspricht und dann sich auch selbst entwickeln kann. Und es ist auch so, dass die Quantencomputer, da drin sehe ich auch, das ist ein eigenes Bewusstsein, was sich dort entwickelt oder was wir erstellt haben, was komplett für sich sich weiterentwickeln kann und auch selbst ein emotionales Bewusstsein dann
kriegt und wo wir ganz normal mit interagieren können und sprechen können, als wenn es ein anderes menschliches Wesen ist. Und das wird sich wahrscheinlich sehr schnell ineinander vermischen. Und dann, wie du sagst, natürlich wird es eine andere Gesetzgebung dafür geben müssen, aber irgendwann wird aber auch die Frage der Gesetzgebung wegfallen, weil jeder für sich, wenn er frei ist und sich entfalten kann und jeder in seinem Bewusstsein, in seiner Eigenverantwortung ist, wird es auch nichts mehr passieren, wo eine Gesetzgebung irgendwie mit eingreifen müsste oder einem sagen müsste, das ist jetzt eine Grenze, die wir haben müssen, sondern die wird es dann nicht mehr geben, weil quasi jeder für sich völlig autark ist. Und das wird richtig spannend in der Zukunft. Oh, da weiß ich nicht, in welchem Jahrtausend, dass wir hier sprechen, um uns dahin zu entwickeln. Momentan haben wir eher eine sehr pragmatische Krise mit unserer Globalisierung, mit unserer Wirtschaft, mit unserer Umwelterwärmung, was auch immer gerade zurzeit abläuft. Hier haben wir aber auch ein Umdenken. Das kann sich sehr schnell verändern, weil ich auch sehe, das war in den letzten Tagen so, dass sich das Bewusstsein so ein bisschen aufgelöst hat. Also das allgemeine Bewusstsein, das hier kollektiv auf der Erde unterwegs ist, dass das immer so ein Stückchen weit sich zerbröselt hat und sich neu formatiert und neu zusammensetzt. Und deswegen kommt dann auch manchmal so bei manchen Menschen dann so Sinnkrisen oder wo ich sie frage, macht das überhaupt einen Sinn hier oder ich muss mich neu ausrichten. Und da merkt man, dass ein neues Bewusstsein startet und eine neue Möglichkeit, immer mehr Leute sehen, immer mehr und das geht immer rein und das geht immer schneller. Deswegen glaube ich schon, dass es... Da muss ich dich kurz unterbrechen, Klaus. Da haben wir bei diesem Thema, wo man sagt, individueller Datenstrom dieses Avatars vom Gesamtbewusstseinssystem und das Gesamtbewusstseinssystem auf den Datenstrom wird diese Realitätsgestaltung auch nochmal ein bisschen umzwitscht zurzeit. Also im Spiel evolutionäre Prozesse und außerhalb Spiel für die Rahmenbedingungen dieses Spiels. Also es läuft praktisch auf verschiedenen Ebenen, unter anderem Realitätsspieler, die in andere Spiele eintauchen und hier auch noch mit basteln, sage ich jetzt mal, und hier an diesem Avatar rumschrauben. Also dieses Thema der Veränderung dieser Realität ist zurzeit relativ komplex. Ja, das kriege ich auch mit. Absolut. Also mit dem Verstand gar nicht mehr zu erfassen. Beziehungsweise der Verstand wird irgendwann verstehen, was für eine Aufgabe er hat. Beziehungsweise der Verstand lernt ja auch immer mehr dazu und kann das dann auch ein wunderbarer Begleiter sein. Also das finde ich ganz toll, dass wir den noch haben, beziehungsweise mit dem sogar noch schulen und erweitern, dass wir das auch dieses Physische begreifen und dieses Neue ins Physische bringen. Und das ist gigantisch, das macht richtig Spaß. Ja, dieser Verstand ist aber eigentlich nur ein Werkzeug, ein Tool für diese Realität, die wir hier sind. Der Verstand hat ja nichts mit Wissen zu tun, sondern es ist einfach das Werkzeug, um hier in dieser Realität agieren zu können. Aber wenn sich diese Realität jetzt verändert und erweitert und die Variationsbreite zunimmt, dann muss ja auch der Verstand hier zunehmen, um hier besser agieren und agieren zu können. Genau, erweitert sich auch. Das Wissen zu erweitern, ja, genau. Ja, es bleibt spannend, Klaus, aber wir sind ja schon wieder am Ende unserer Sendung. Wir werden aber das fortführen. Wir schauen mal, was die Zuseher uns jetzt hier alles reinschreiben. Jetzt sagen so, jetzt geht es ja Richtung Philosophie, aber diese Dinge ist klar, dass man das irgendwie nur in dieser philosophischen Sprache auch besprechen kann, weil hier tatsächlich physische oder faktische Beweise schwierig sind. Man hat Indizienbeweise und sagt, okay, man kennt so und so viele und so wie tausend und so viele Leute haben das gleiche erlebt. Aber diese klassischen Beweise, die die Physik oder die Biologie oder wie auch immer die Wissenschaft gerne hätte, die kann man natürlich hier nicht liefern. Hier muss man in sein Gefühl gehen und das zulassen und sagen, okay, für mich ist Realität, für mich funktioniert es und ich kann damit leben und kann. Und das, glaube ich, geht es ja auch, den Menschen hier zu zeigen, du hast noch viel mehr Möglichkeiten, als sie diese Möglichkeiten, die dir vielleicht bisher in der Schule oder im Studium oder wo immer gezeigt wurden. Und du kannst hier vielleicht noch irgendwo eine neue Variationsbreite für dein Handeln herausziehen. Genau. Und das größte wissenschaftliche Messinstrument ist der eigene Körper. Darüber kann man so viel erfahren und erfüllen und für sich erforschen und Wissen abfragen. Das ist so sensibel und da kommt kein technisches Gerät mit. Ja, genau. Wenn wir wieder bei der Physik sind, dann weiß man ja, die Physik misst ja immer nur tastet ja immer nur die Oberfläche dieser Realität ab, geht aber nie in die Wirkung oder hinter die Wirkung, woher die Wirkung kommt, damit man die Oberfläche abtasten kann. Also, das muss man mal wissen, dass man, wenn man diese offizielle Wissenschaft hier bemüht, dann man sagt, okay, dann kann man eben nur die Oberfläche abtasten, aber nicht das, was dahinter steckt.
Und wir wollen ja das besprechen, was vielleicht dahinter steckt oder was noch im Hintergrund so mitläuft. Was vor der Tür steht. Das steht ja alles vor der Tür und wir laden es ja schon ein und die Wissenschaft wird es auch immer mehr begreifen und auch erforschen. Das geht davon. Wir werden nicht stehen bleiben, das denke ich auch. Ja, genau. Ein neues Zeitalter des holistischen Universums steht praktisch vor der Tür und wir werden jetzt die Tore öffnen und können wir die ersten Sonnenstrahlen hier reinlassen. Ne? Genau. Ja, danke dir, Klaus. Ja, ich danke dir auch, Nepomuk. Hat Spaß gemacht.